meine Freunde, willkommen zurück bei Pokémon Green. In der letzten Folge haben wir unser Pokémönchen getrained. Haben auch den letzten ungewollten Kampf geführt. Ich laufe jetzt erstmal kurz Pokémon heilen, einfach weil ich es kann. Ich habe großartige Neuigkeiten für uns alle, für mich, für sie. Komm, Schwester Joy, heil einfach mal. Ich habe die ersten vier Parts von Pokémon Final Fantasy 9 aufgenommen. Ja, ihr wisst Bescheid. Die ersten vier Parts, ich habe es gleich übertrieben mit der Aufnahme. Erstmal eine schöne Stunde reingehauen. Oder war es überhaupt eine Stunde? Sein. Die Schule macht Spaß, Pokémon zu trainieren, aber auch ich find's einfach mega übergeil. Ich kann's echt kaum erwarten. Bis dahin meine Thumbnails selber auf der Stelle. So. Ein bisschen das Problemchen werden. Ja. Aber Smogon haben wir jetzt erstmal schön gewumpt. Unser Tisch braucht aber noch einiges. Okay, ich gehe lieber zu Schimmel. Merke ich gerade. Das ist nicht gerade viel, was er hier bekommt. Das wird ziemlich blöd aussehen, wie wir hier rumstehen. Da kann sie mal was. Mein Donnerblitz ist immer wert. Also mein Popsi ist mein Donnerblitz nicht wert. Diese P bringst du jetzt auch nicht, Absatz. Schaut mal, ob es reichen eigentlich. 100% Genauigkeit. Immer egal, was passiert. Das ist das Schönste an dieser Attacke. Trotzdem, zwei Schockwellen reichen. Wir haben Motherfucker hier. Mauzi. Wird schon enger. Benutzen wir einfach mal Donnerblitz. Einfach weil wir es können. Und ein Pikachu gegen ein Pikachu. Das wollen wir natürlich nicht haben. Wir haben keine Pokémon, der das nicht schwächer hat. Deswegen werden wir es einfach mit zwei Ruckzucken oder Statisten. Naja, dann Ruckzucken war nicht schnell genug. Ach komm, fick dich doch ganz in den Arsch. Das ist. Ah, Level 33. Guck mal, was du getan hast. Was hab ich denn? Ich hab nur deine scheiß Drecks-Pokémon besucht. Wenn du Fahrer, Heiler, Hand oder Mittel oder was. Sehe ich gerade. Dann müssen wir einkaufen gehen wieder. Mauzi ist so süß. War ja klar eigentlich, hat man ja schon gesehen, alleine in der Aussprache. Aber ein Kampf und dann wechseln wir das Pokémon aus. Ich bin schneller 30, 1.100, 1.100.
sogar. Ganz egal. Ganz gleich. Unser Ding wird erstmal schön machen. Wobei er nicht von Fusion stärker ist. Machen wir mal eine Fusion rein, nicht dass das noch ein bisschen. Nicht dass das irgendwie. So und nicht anders. So, du kommst jetzt erstmal. Das ist schon 30 erreicht. Das ist schon Wahnsinn, dass wir schon 30% an Level erreicht haben mit 5% mehr. Warum 30%? Naja, weil das höchste Level 100 ist. So, jetzt verletzt dich bitte, Maus. Das ist mir so traurig. Wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Deswegen. Kein Problem, ich hoffe, ich krieg noch zwei Parts gebacken. Vom Pokémon. Der hat uns was gefordert. Und wir haben dabei noch nicht mal einen Pokémon. Jetzt komm schon. Mach den Weg frei, oder ich überfahre. Slimer haben wir ganz schön in den Arsch gebumst, das kommt als nächstes noch ein Slimer. Damit wird unser Schmetterling auch weit level. Naja, auch weit level. Was soll ich eigentlich ausgerechnet Slimer, wenn man hat, was heißt das eigentlich? Kann mir das vielleicht anders sagen? Irgendwie weiß ich das gerade nicht. Warum ich das gemacht habe. Es gibt so viele Pokémon, aber wahrscheinlich bei Smetterling ist meiner Lieblingsfigur. Drauf, Kitty. Ja, ich weiß, I know, bitch. I know, bitch. Don't fuck with me. Don't fuck with me. Gehen wir mal da rein und schauen uns das mal so gut an. Pokémon, um einfach mal zu schauen, was wir so mitnehmen kann. So. Es gibt einen Bounce-Level. Wir werden jetzt erstmal unser Ding Level 30 trainieren, damit unser Top-Ogre direkt einsteigen kann. Denke ich mal, das ist eine ganz gute Angelegenheit. Dauert eh nicht mehr lange. Vielleicht kriegen wir so 2 oder 3 Kämpfe, müssen es noch sein. Und in den 3 Kämpfen erwischen wir vielleicht einen Pokémon, was wir mal für unser Team nehmen wollen. Das klingt eigentlich ein bisschen tight, aber... Schlag. Ey, was macht der scheiß Virenscanner hier? Ja, tut mir leid, weil der Virenscanner ist gerade auch geil. Ja, noch 2 Kämpfe. Na, ist halt blöd. Ich dachte, Grüffix... Ist er auch so? Macht er das nicht schon? Einfach mal schön Konfusionen in ihr Gesicht streuen. 20 ist immer schön, es gibt noch mehr EPs. Wenn wir Glück haben, kriegen wir genug EPs, um abzuhalten. Und können danach unserem Töpfchen danach ein bisschen weiter trainieren. Tut mir leid, dass es hier ein bisschen wie Training aussieht, soll nicht so sein. Ich beende das sofort mit diesem Kampf. Wir probieren vielleicht sogar noch. Brennt er uns? Nee, ich hab keinen Bock. Allein weil er mich gerade verbrannt hat, will ich ihn nicht verlassen. Das ist wirklich schön. Allein weil er mich gerade verbrannt hat, Level 30 habe ich und das reicht mir vollkommen. Ich brauche ihn nicht mehr.
damit hat er sich den Platz in unserem Team verspielt. Schade, die Verbrennung beim Gehen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und was? Bam, ey. Warum backe mein Motorrad spielt bei uns? Naja. Ich hatte ja schon angedeutet, dass es mit Boden spielen, wenn auch alle Items sind, so auf 100%. So, da hab ich es nicht gesagt. Also jetzt nicht gut. Kann ich das nicht. Das ist das nicht gesagt. Haben sollte, sage ich das jetzt nochmal, für alle die, das nicht mit, was ist das mit dem Mythosmon? Wie voll ist das bei hier? Ich werde es versuchen, also ich will jetzt nicht irgendwie fort weiterspielen, ich möchte einfach nur alle Gegenstände haben. Ich hoffe, ihr versteht das. Das ist einfach eine reine Maßnahme der komplett einfach komplett. Okay? Ich denke, das reicht als Begründung. Einfach komplett so ein. Möchte ich das machen. Vergiftet. Ob ich jetzt schwer vergiftet wurde oder vergiftet wurde, ist doch scheiße. Wenn ich das jetzt wegmache, vergiftet er mich gleich wieder. Gegen jede Wetter. Nee, Attack. Welch ein Vollidiot. Naja. Wir werden das jetzt so machen. Ich ignoriere das jetzt nach dem Kampf. Geil. Ich habe eh nur noch einen. Giftmacht-Dings da. Von daher müssen wir uns das aufsparen. Danach direkt in den Laden. Da hab ich ihn besiegt. Slimer kommt als nächstes. Das könnte natürlich ganz eng werden. Wir heilen uns jetzt erstmal. Und sofort. Jetzt gucken wir mal drauf, was Slimer macht. Aussetzer für Flügelschlag. Okay. Wir werden verletzt. Also machen wir mal Windstoß. Zieht einiges ab. Verwundet er uns. Okay. Das bedeutet, wir könnten theoretisch. Probieren wir es immer mit Flügelschlag. Sehen, was in mir anzieht. Das ist Flügelschlag. Ja, wir gewinnen diesen Kampf. Unser Vollkommen hat etwas mehr gut gemacht, als ich dachte. Hat unser Vollkommen genügend KPs, um das Pokémon Center zu bekommen? Ah, das kann doch nicht sein. 1, 2, 3. 7 Mal. KP ist verliert. 17. Ging ja nochmal gut, aber alle heilen und jetzt nochmal in den Laden gehen. Und uns alles erkaufen, was wir brauchen. Und danach werde ich auch mal wieder den Card patten, Part cutten. So rum, Entschuldigung. So, kann ich behilflich sein? Ja, du kannst mir Superwelle verkaufen. Stück draus, zack. Super Trank, kannst du mir auch mal weitere 15 Stück verkaufen. Gegengift kannst du mir 9 mal verkaufen. Fahrerheiler werden wir bestimmt auch nochmal brauchen. Aber den haben wir ja 8 mal, den kann man dann 2 mal noch dazu kaufen. Feuerheiler, den werden wir uns jetzt auch mal 10 mal holen, einfach weil wir es können. Eisheiler haben wir 5 mal, Flugzeil haben wir 3 mal, Superschutz holen wir uns 15 mal. Nein, ich möchte es 15 mal haben. Nicht 14, nicht 16, 15 mal. Als nächstes werden wir uns ein paar Beleberleien kaufen. Einfach weil wir es können. Und einen Superschutz noch. Beziehungsweise wir könnten ja wieder was. Thank you.
Nuggets haben will oder so. Genau, hier haben wir ein Nugget. 5000. Perle. Sie ist von geringem Wert, aber sie hat Wert. Das ist wichtig. Sie hat Wert. 20 Bälle, 20 Pokébälle. Ja, wir können uns in dem Sinne noch zwei Fluchtseile holen. Und nochmal 10 Pokéballs. Oder? Ja. Einfach um genügend zu haben für die Zukunft, weil ich keinen Bock habe. Und in dem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal bei Pokémon Blood Grün, Leute. Servus!